So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance in mal einer etwas spezielleren Folge, denn wir sind gerade nach einer Among Us Aufnahme und deswegen ist der liebe Counter und der liebe Ricardo noch da und die helfen mir jetzt ein bisschen bei Isaac, wobei mir wahrscheinlich Counter mehr hilft als Ricardo. Aber wir gucken mal. Ich bin gerade ja dabei. Also ihr habt Bild, ne? Mhm. Ja. Gut, dann müsste eigentlich alles passen. Ich würde noch kurz versuchen einzustellen, dass man sieht, wenn ihr sprecht, dass dieses Voice-Ding über dem Bild ist. So, perfekt. Jetzt sieht man, wenn ihr sprecht. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Okay. Und dann spiele ich aktuell mit Forgotten, habe ich gesagt, will ich noch einen Part versuchen, um zu schauen, ob es funktioniert. Spiele ich noch eine Runde gegen Greedia. Und wir gucken mal, was passiert. Das Problem ist natürlich, am Anfang können sie mir nicht viel helfen, weil da ist nicht viel zu tun. Was ich im Moment am Anfang immer mache, ich muss mal kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Ich höre sonst von euch nichts. Oh, das ist ja sehr viel, was ich höre. Dann mache ich es am Computer ein bisschen leiser. Das Gute an Tainted Forgotten ist auch, dass ich sehr viel zu dem Charakter sagen kann, weil ich nicht einmal gespielt habe. Ach so. Oh, okay. Same. Ach, dann spoilere ich dich jetzt gerade mit dem. Ja, Quatsch, ich kenne ihn ja. Okay. Ich resette direkt mal, weil wenn hier nichts am Anfang Gescheites drin ist, dann ist das schon für mich Quatsch. Okay, Quatsch. Zwei Bomben und ein weißes Herz ist doch schon mal ganz nett. Warum? Ich verstehe das Resetten immer nicht. Also warum will man überhaupt resetten? Naja, wenn der Anfang schon scheiße ist. Wenn du sozusagen, du kannst in dem Raum halt was Brauchbares bekommen oder halt nicht. Aber es kann ja auch sein, dass bei der Rest... Ja, das ist richtig. Klar. Es könnten auch die anderen Sachen gut sein und dann hat man die nicht gesehen. Das ist schon richtig. Aber ich hatte mir jetzt den letzten Part so angewöhnt, sozusagen direkt zu resetten, wenn es nicht... Die Sache ist ja, wenn du am Anfang die ganze Zeit verreckst, dann bringt dir auch nichts, wenn es im späteren Spiel richtig abgeht, weil du erst gar nicht hinkommst. Genau. Das ist auch ja, das ist ein Argument. Okay, 7er Reihe gefällt mir schon mal. Normalerweise würde ich die jetzt direkt dann so weit aufkaufen, wie es geht, weil man nicht weiß, was dahinter kommt und es halt günstige Items sind. Aber Problem ist jetzt schon, das ist doch die Pille macht mich doch, also dieses Ding macht mich doch kleiner, ne? Macht Speed up. Aber auch kleiner, oder? Macht die nicht kleiner? Nö, ich glaub nicht. Obwohl, okay. Doch ein bisschen, ja. Weil das Problem ist, kleiner wird nur er, nur der Knochentyp und mit dem greife ich ja an. Und dann hat der eine geringe Hitbox, das ist dann scheiße. Habe ich das letzte Mal schon festgestellt, es war eine schlechte Idee. Was ich allerdings jetzt noch nicht die letzten Parts gemacht habe, sondern erst am Schluss des letzten Parts dann festgestellt habe, ist, dass ich immer stoppen sollte, die Phasen. Das heißt, das werde ich jetzt machen. Ne? Ich gehe rein und ich stoppe die Phase und dann können wir erstmal die Phase machen, ohne dass ich großartig Energie verliere. Weil das ist mein Hauptproblem bisher immer gewesen, dass ich am Ende zu wenig Energie hatte. Und Count hatte das vorhin, ich glaube, was? Du warst das, ne? Der es vorhin gesagt hatte, dass scheinbar ist es so, dass in Repentance man nicht weniger Geld bekommt, wenn man stoppt. Insofern werden wir auf jeden Fall mit Forgotten stoppen. Weil dann habe ich hier viel einfachere Kämpfe und komme auch mal klar. Also ich bringe das jetzt ein Free Win für dich. Bitte? Das ist jetzt ein Free Win für dich. Ja, mal schauen. Wir werden sehen. Yikes. Na, so. Dann würde ich jetzt auch sagen, wo der Imposter ist. Gerne. Wer ist Imposter? Der Pinke. Ich glaube, alle sind Imposter. Ich glaube, der Blaue ist Imposter. Der macht den mal kaputt. Der tötet die meisten. Aber es ist so viel einfacher, wenn man die Phasen stoppen darf. Das habe ich ja, also das darf ich dann mit Lost auch, habe ich, hat mir vorhin, wer hat das, das heißt aber nicht du, das hat HF gesagt, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, das war glaube ich, HF. Also mit Lost kann man scheinbar die Phasen auch stoppen. Selbst mit Tainted Lost, obwohl der ja kein Holy Sheep mehr hat. Kriegt man dann nicht weniger Münzen? Ja, das dachte ich eben auch, aber da hat Counter vorhin vorgelesen, dass das nicht so ist.
Aber selbst wenn, also im Moment wäre es mir wichtiger, ich behalte meine Herzen. Weil die sind am Ende das, was am Ende halt... Nein! Gerade wenn man immer blaue Herzen hat, kriegt man die halt nicht zurück. Das ist das Problem. Außer man sammelt halt neue ein. Aber die kann man halt nicht aufladen. Es gibt doch immer blaue Herzen zu kaufen, oder? Nee, eben nicht. Nee. Die gibt's viel zu selten im Shop. Das ist das Problem. Ach, Quatsch. Und ein HP ist halt jetzt nicht mal ansatzweise so viel wert wie blaue Herzen. Weil ein HP-Up kostet meistens dann 15. Und ist es gleich, wie wenn du ein blaues Herz für 20 kaufst. Ja. Manchmal kriegt man auch hier blaue Herzen für 3. Ja, richtig, und genau. Also entweder für 3 oder für 5. Also ein blaues Herz kaufst du auf jeden Fall besser als ein HP-Up für 15. Das ist das Ding. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ein HP-Up für 15. Nein! Oh, ich hasse es, in diese Dinger reinzulaufen. Scheiß Champion-Gegner. Schreie ich euch eigentlich an, wenn ich da ins Mikrofon brülle? Oder geht's? Nein. Okay, perfekt. Ich hab kein Headset an. Alles okay, perfekt. Ah, da muss ich gar nicht stoppen. Ah, ich habe schon wieder viel zu Energie. Ich habe eigentlich, würde ich schon wieder direkt resetten wollen. Aber es stimmt, ich habe jetzt 12 Münzen. Die habe ich sonst eigentlich auch ungefähr nach den ersten Phasen. Das passt schon. Kommt schon hin. Das ist nicht weniger. Nee. Krass. Dann sollen wir das recht sein. Ich muss ja zugeben, bei mir ist das oftmals so, wenn ich lauter dumme Treffer kassiere, dann mache ich Isaac einfach direkt immer zu. Ja, also ich würde zumindest gerade resetten, aber jetzt machen wir mal weiter. 2 Minuten später wieder auf. In greedier Mode ist auch. Ich kann halt in der Aufnahme nicht einfach zumachen, aber ich verstehe durchaus, was du meinst, Counter. Frustriert bin ich auch schnell. Deswegen, wie gesagt, morgen kommt ein Part, den habe ich Frustpart genannt, weil also da bin ich einfach nur gefrustet. Ich finde greedier Mode sehr nervig. Ich muss noch irgendwann mal Keeper anloggen, aber ich habe keinen Bock, Greedy-Mode zu spielen. Ja, Greed ist schon... Deswegen will ich ihn auch weg haben. Das ist so ein bisschen die mit auf. Ich habe jetzt auch nichts gegen den Boss, der ist jetzt auch... Das Schwierigste ist halt immer die ersten 2 Floors. Danach ist ja einfach immer dasselbe. Ja. Die ersten 2 Floors sind die schlimmsten immer. Wobei ich durchaus auch gerne mal in den späteren Floors sterbe, gerade wenn ich nicht genug Energie habe. Deswegen ist ja mein Problem gerade mit ihm hier, dass ich die Energie behalten möchte. Wo ist er denn jetzt? Energie. Was ist Energie? Was meinst du mit Energie? Na, die Herzen. Achso, Herzen, okay. Ja, ich habe immer das Problem, also entweder ich sterbe in den ersten 2 Floors oder ich schaffe es bis Greed. Aber ja, dann habe ich meistens das Problem bei Greed. Also, ja, dass ich manchmal immer diese Floors cleare, weil ich immer so ein gutes Spacebar-Item habe. Ja, ja, so ist es meistens. Aber dann kann man das nur einmal anwenden. Weil genau, genau, zum Beispiel dieser Brunnen. Der Brunnen ist super geil. Ja. Ein Brunnen. Na, halt diese Fontäne da. Ach, der Sprengler. Ach ja, ja. Ja, der Sprengler ist ja super, ja. Aber das Ding liebe ich, aber das ist halt bei Greed dann zum Beispiel nutzlos, wenn du nicht zusätzlich diese rote Batterie zum Beispiel bekommen hast. Deswegen denke ich immer so, bei Greed Mod, ich sehe eine Batterie, ich nehme es, egal welche Batterie es ist. Alter, was ist denn mit dir kaputt hier? Geh weg. Problem ist natürlich, ihr könnt mir jetzt nicht bei den Kämpfen helfen, ihr müsst jetzt zuschauen, wie ich einfach kaputt gehe. Ich werde mir dann nur bei den Items helfen. Mach's dich doch gerade, ist doch alles in Ordnung. Naja, ich bin schon viel zu oft getroffen worden. Das gefällt mir nicht. Eigentlich wollte ich nur 3 Herzen nach der Runde noch haben. Vor allem, wenn ich die Phasen einzeln angehe, hätte ich eigentlich wirklich gedacht, ich gehe mit 3 Herzen hier raus. Aber das ist doch so spaßig an Isaac. Man verliert und man gewinnt. So, deswegen geht man nicht auf, bis man irgendwie super richtig verkackt. Okay, aber jetzt gehe ich natürlich nicht in den Devil Room. Ich hoffe, da seid ihr ganz bei mir, weil... Echt? Warum? Du hast auch so viele Herzen, die du abgeben kannst. Ja, erstens, ach so, das, okay. Erstens das und zweitens, Ricardo, wenn ich jetzt nicht reingehe, habe ich auf der zweiten Ebene die Garantie, einen Engelraum zu bekommen. Oh, das wusste ich nicht. Gut. Ach so. Ja. Das ist... können auch schwarze Herzen sein. Ja, ja, aber wenn ich reingehe, ist sozusagen diese 100% Garantie für den Engelraum weg. Okay. Das ist das Ding. Deswegen macht man den, in der ersten Ebene spielt man den nur frei, weil sonst kommt beim nächsten Mal keiner. Man muss sozusagen einmal den Devil Room dem widersprechen und dann kommst du einmal rein. So, Schlüssel würdet ihr schon kaufen, ne? Und Itemraum schon. Nein. Warum? Doch, ja klar, auf der Ebene sicher, ja. Gut. Das ist dann alles gewesen. Und dann einfach in den nächsten. Naja, den würde ich dann einfach in den nächsten kann man mitnehmen. Gehen. Weil ich finde, der Shop ist jetzt nicht gerade geil, oder? Also normalerweise würde ich die 7er Items halt kaufen, weil 7er Items halt, dann kommen mehrere hintereinander. Aber hier ist mein Problem, dass ich mit dem direkt klein werde. Und das will ich nicht.
Deswegen würde ich jetzt hier nichts kaufen aktuell. Seid ihr dabei? Warte, ist die Batterie gut? Ist die Batterie gut oder das nur ein... Naja, die Batterie droppt halt ab und zu mal Batterien, aber ja, die würde ich jetzt nicht für 15 kaufen. Nee, gut. Aber wenn ihr sagt, ich soll eins kaufen, kaufe ich eins. Nein. Na, ich hätte nicht gekauft. Okay. Ich würde einfach in den nächsten Floor gehen. Ich würde noch nicht ganz in den nächsten Floor gehen, weil wir haben noch ein weißes Herz hier liegen. Oh. Das habe ich noch... Ja, gut gedacht. Musste ich jetzt die ganze Zeit dran denken, dass ich das nicht... Es passiert immer wieder, dass ich sage, so, da muss ich noch an das weiße Herz denken und jedes Mal lasse ich es liegen. Und dann schlagen sich Leute wie Counter beim Zuschauen die Hand über den Kopf. Ist mir auch in der letzten Aufnahme irgendwann wieder passiert. Jetzt, wenn du jetzt Fehler machst, ist Counter schuld. Ja, nein, du. Ich? Ja, klar. Ach, Quatsch. So, jetzt können wir natürlich gleich hier runter gucken. Ja, das nehmen wir gleich mit. Das ist egal, wann ich es mitnehme, ne? Ja. Also, ja. Außer Counter. Das sind halt ja, zwei blaue Herzen. Dann gehen wir in den Curse Room. Da ist eine Karte drin. The Fool. Ja, nützt mir nix. Nein. Okay. Was ich noch nie probiert habe, ist, ob ich den da hinwerfen kann. Wie kurz? Chillig. Naja. Du kannst sogar, glaube ich... Chillig. Nice. Das ja. Wusste ich nicht, dass das geht. Cool. Okay. Pandoras Box ist doch gut, oder? Ja, aber müsste ich jetzt... Müsste ich jetzt... Pandoras Box müsste ich jetzt bis in die... Wump oder Dings-Ebene mitnehmen, dass die mir was Gescheites gibt. Ist... in wie vielen... Ach, stimmt. Was gibt die mir denn jetzt auf der zweiten Ebene? Was gibt die mir denn für Caves? Ich glaube, ein Boss... Wobei, gibt die mir auf da schon ein Boss-Item? Ich weiß es gerade nicht. Ist das als Cave 1 oder Cave 2? Das ist egal. Ach so. Ich glaube, es zählt immer als das erste. Ja, immer als das erste. Ein Boss-Item. Das habe ich auch. Ein Boss-Item, okay. Ja, es wäre nicht komplett verkehrt, aber ich würde jetzt sowieso erstmal den Schlüssel kaufen für den Itemraum. Das ist ein guter Plan. Gut. Dann du kannst ja die Bomben benutzen, um hier den Shop zu resetten. Ja, kann ich einmal resetten. Oder du kannst auch die Pandoras Box in die nächste Ebene am Ende des Runs hier mitnehmen. Naja, klar. Counter, was gibt sie in Devs 1? In Devs 1 Herzen, glaube ich. Ah, okay, also sie in Wumpen zu nehmen wäre super. Dann gibt es zwei Boss-Items. Wir können es natürlich am Ende kaufen und hoffen, dass wir es mitnehmen können. Wäre natürlich eine gute Idee. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal kämpfen. Jetzt muss ich mich wieder. Ja, jetzt könnt ihr mir leider erstmal wieder nicht helfen und müsst jetzt zusehen, wie ich hier versage. Ja, weg da schreien. Bitte? Wir können ja weg da schreien. Was ihr allerdings machen könnt, wir können zwischendurch auch mal einkaufen gehen. Jetzt mit 15 Münzen könnte ich mir zum Beispiel die Schraube holen. Das kannst du tun, ja. Ist sie gut? Obwohl, bringt die was bei dem? Ja, sie sind Tiers ab, ne? Wen interessieren Tiers? Und das Tiers ab, das sorgt dafür, dass ich öfter schlagen kann hier mit dem Ding. Okay. Also im Moment ist es relativ wenig, was ich schlage. Aber dann hast du kein Geld mehr. Ja, aber ich krieg ja noch mehr Geld. Also ich bin jetzt ja nur bei der ersten Phase raus. Counter, was sagst du? Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Charakter nicht genug aus. Aber wenn Conan sagt, dass der dann mehr hauen kann und er viel hauen will, dann... Ich kann euch das ja kurz demonstrieren. Im Moment müsste ich sozusagen, wenn es einer an mir vorbeiläuft, könnte ich den nur zwei- oder dreimal gerade erwischen. Und wenn ich jetzt halt... Aber machst du nicht eh den meisten Schaden, den du wirfst? Ja, klar. Aber gerade später ist es schon gut, wenn der irgendwo rumliegt, dass ich öfter schlagen kann. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich soll es nicht nehmen, dann nehme ich es nicht. Ich bin kein Experte im Spiel. Mach also du für richtig. Okay, hältst. Ich hätte es jetzt genommen. Okay, dann ja, nimm das. Okay, Counter ist auch nicht komplett dagegen, dann nehme ich sie. Und jetzt kann ich nämlich schon öfter schlagen. Das kenne ich nicht, das habe ich nicht freigeschaltet. Das gibt ein Knochenherz und droppt einige rote Herzen. Also das ist jetzt nicht nützlich. Ich würde dann wirklich nur noch Pandoras Box kaufen und dann hier raus. Guter Wurf. Ey, das ist voll praktisch, dass wir ihn stoppen kann mit ihm problemlos. Das habe ich jetzt die ganzen Parts nicht gemacht, als ich mit ihm gespielt habe. Das hätte ich machen sollen. Weil so behalte ich halt jetzt meine Herzen. Hilfe. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das
Was wir übrigens unbedingt kaufen müssen, sobald... Oh nee, bitte treff mich nicht, du machst ein ganzes Herzschaden. Okay. Was wir übrigens kaufen müssen, sobald wir es sehen, ist Birthright. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich glaube, da muss man Dinge gemacht mit, haben. Mit Jakob und Esau irgendwas kaputt machen. Ach, mit denen habe ich nicht mal Mammon besiegt. Ja, spoilere ich jetzt jemanden, wenn ich euch sage, was Birthright mit ihm macht? Nein, ich spoilere niemand. Das Spiel ist schon seit... Keine Ahnung. Ich meine, ob ich euch jetzt spoilere, weil ich weiß ja, was es macht. Also ich habe jetzt schon nachgeguckt. Ich habe nachgelesen. Ich vergesse das eh. Okay, also es sorgt dafür, dass man den auch zu sich wieder zurückrufen kann. Ne? Angenommen, ich bin jetzt hier oben und der ist da unten und ich komme nicht hin, weil zu viele Gegner sind, kann ich den zu mir zurückrufen. Oh, nice. Und das ist halt super praktisch. Dann irgendwie so einen Knopf oder wie schaut das? Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht eingesammelt. Ich hab nur gelesen, dass man ihn zurückrufen kann. Ja, kauf doch mal. Ja, wenn's mal. Ich sag ja, wenn's das gibt, müssen wir es kaufen. Das war ja eben gerade die Aussage. Das man immer haben muss, egal für welchen Charakter. Doch, jetzt ist es nämlich gut, dass ich öfter zuschlagen kann, weil ich jetzt hier im Moment nicht an den Rand komme. So. Sehr schön. Ja, ich glaube, der Nagel hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Na doch, ich schlage schon schneller. Also es ist halt Tears Up, also es macht schon einen Unterschied beim Schlagen. Das siehst du jetzt aber wahrscheinlich nicht so, weil es vom Zuschauen her wirkt, merkt man es wahrscheinlich nicht. Aber ich merke schon vom Drücken her, dass ich öfter drücken kann. Ah, geh weg, ich hasse dich. Okay, scheiß, klar. Scheiß Champion Vieh. Also, danke. Auch das Wichtigste, dass bei dir spaßiger ist, also wenn es so ein Item ist, dass das Spielen spaßiger macht, dann muss man das halt kaufen. Okay, da liegt der gut. Bringt ihr eigentlich jetzt Lamp of Coal was mit dem Werfen von dem Typ da? Weiß ich nicht, aber das war ja ein Item zum so einsammeln, das hätte ich nicht gekauft, ja. Tatsächlich. Das gab es ja im Item Room. Richtig. Als gekauft hätte ich es niemals. Nur so aus Interesse halt. Ich weiß nicht, ob jetzt der... Hat Lamp of Coal einen Effekt oder so gehabt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Je weiter der Gegner weg ist, desto mehr Schaden machst du mit der Tier. Ah, ja, das wird hier wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber knapp. Also man sieht aber, dass die Farbe sozusagen... Also die Farbe hat es angenommen, der Knochen, mit dem ich schlage. Ah, okay, ich sehe schon mal, dass hier... Dass der Knochen eher... Trotzdem noch weiter angewendet wird. Dein Freund ist ja auch schwarz im Gesicht. Oh nein, Jan. Oh, Jan. Willkommen in der Aufnahme. Mahlzeit. Ja, moin. Ja, warum spielen wir jetzt Among Us? Ja, das ist Among Us. Gerade nicht also das, mehr. Das ist der neue Mod, das neue Update. Among Us bist du ein bisschen zu spät? Ich bin ein bisschen... Ja, sorry, ich habe noch einen Film geguckt. Spann dich mal. Alles gut, nein, du hast ja auch nicht gesagt, dass du kommst, deswegen alles musst gut. Du jetzt nicht so ausrasten, okay? Also. Tu ich nicht, alles gut. Jan, aber jetzt, wo du da bist, wirkt sich Lamp of Coal auf das Werfen von deinem Knochentyp aus? Keine Ahnung, wahrscheinlich nur auf den Schlag vom Knochentyp, oder? So, ach, verfluchter Mist. Das war ja super dumm. Gott! Also, das wäre jetzt meine Vermutung. Mama! Renn weg. Mann, was mache ich denn hier? Scheiße, Connor. Kannst du dem nicht mal irgendwie Schaden machen? Ja, so zum Beispiel. Ja. So. Das war gut. Ich hoffe, ihr gebt ihm wenigstens gute Item-Tipps. Ja. Wow! Sie versuchen immer. Es, ja. Ich habe nur auch immer noch meinen eigenen Willen. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Oh ja, ich muss PhD nehmen, weil PhD ist gut. PhD so, jetzt noch Real Life nicht bekommen, deswegen muss ich PhD nehmen. Aber was wir gerade machen, Jan, ich weiß nicht, ob du schon viel Lost gespielt hast. Ach, Tainted Forgotten gespielt hast. Wir stoppen jede Phase. Ach so, die muss ich nicht stoppen. Also Primär stoppt Connor jede Phase. Weil ich bisher so nur gespielt habe an Tainted. Ich glaube, ich habe bisher nur Maggie und Isaac gespielt als Tainted. Ach so. Na, dann ist ja gut. Ich hoffe, ich spoilere dich nicht. Ah, die beiden habe ich auch durch. Ach, Conan, du weißt, ich mich hier um Spoiler nicht. Ja, dann ist okay. Ich bin da nicht so empfindlich. Also. Ich bin halt ein super empfindlicher Mensch bei Spoilern. Ah, nee! Wusstest du, dass am Ende von Creed stirbt Rocky?
Rebound. Hm? Nein, du Schwach. Es gibt einen Apollo Creed. Es gibt einen Apollo Creed. Von Nein! Einen Sohn. Es gibt Adonis Creed. Ich höre gerade viel zu viel auf den Quatsch, den Jan erzählt. Den Hilfe. Creed kann ich echt empfehlen, der ist ziemlich nice. So. Jetzt kann Mann, wieso lasse ich mich immer so oft treffen? Das ist doch furchtbar. Wo sind meine. Nein! Ey, Alter. Ist das, was ich meine? Genau das meine ich. Das macht mich so. Nicht irgend. Junge, sag mal, schämst du dich nicht eigentlich ein bisschen? Das zusammen, Colin, okay. Wir schaffen das zusammen, nicht eher drücken. Colin, glaub an dich selber. Geh drauf jetzt! Nein, der Knorr hat verfehlt! Siehst du? Der ist schon fast. Alle Tiers, die du siehst, die sind nicht von dir. Er schießt immer in die gleiche Richtung, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Es ist mir durchaus aufgefallen. Ja, oh gut, Gott! Warum lässt du dich dann treffen? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir einen Engelraum. Jetzt könnt ihr entscheiden, welches Engel-Item ich mitnehme. 7 blaue Herzen sind jetzt drin. Links. Ja, gut. Nimm's links mit, bitte. Das hat sich dann erledigt. Jetzt Bombe. Ist aber... Oh, jetzt wird's kritisch. Bombe, Bombe. Was? Ja, Bombe. Ach ja, für die blauen Feuer, danke. Hey, warum sprengst du den Engel nicht? Nee. Den lass mit schön in Ruhe. Anfänger. Jetzt würde ich aber Folgendes sagen. Ich habe ja eigentlich gesagt, wir kaufen uns die blaue Box und nehmen sie bis in Wump mit. Aber wenn ich die jetzt kaufe, habe ich kein Geld für die Stairway to Heaven, die jetzt am Anfang kommt. Ja, ne? Das heißt, wir dürfen jetzt auf keinen Fall noch mehr Geld ausgeben. Aber du kannst ja resetten. Ach so, kannst du gar kein Geld mehr ausgeben. Die Chance, also du könntest dass in dem Raum von dem Stairway was Besseres ist einfach viel zu hoch. Also du könntest ja, Ricardo, Bombe, weißt du, was diese Treppe macht, die ich gerade eingesammelt habe? Ja, okay, pass auf. Die sorgt dafür, du wirst es gleich sehen. Ich gehe einfach weiter, weil ja, geh weiter. Das ist auf jeden Fall richtig, jetzt weiterzugehen. Also bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, nicht, Ja. Du wirst gleich sehen, warum. Nein, das ist eine gute Idee. Die Leiter, die ich gerade gesammelt habe, sorgt dafür, dass im ersten Raum der neuen Ebene hier diese Leiter auftaucht und die führt zu einem Engelshop. Jetzt kommt Bibel. Ah, oder das. Ja? Und ja, hier kannst du jetzt sozusagen auch für Geld was kaufen und den kannst du aber nur jetzt betreten. Sobald du den Raum verlässt, ist der wieder weg. Das kannst du einmal am Anfang jeder Ebene jetzt machen. Wenn du also ohne Geld hier hingehst, kannst du hier nichts kaufen. Okay. Ich hab schon wieder Items hier. Ich meine, okay, das Ding nehme ich mit, ne? Das Holy Water nehme ich mit. Ich würde es liegen lassen, bin ich ehrlich. Würdet ihr jetzt nur die HP-Ups kaufen? Ich würde nur die HP-Ups kaufen. Ich würde gar nichts kaufen. Ich würde rausgehen und gucken, was im Shop ist. Also ich würde, für Conan würde ich ein HP-Up kaufen. Oh, okay, ja, für Conan ein HP-Up, darauf kann ich mich einigen. Ich muss halt sagen, das Holy Water ist bezogen auf Forgotten Lost ziemlich nice, weil... Conan, geh doch weg! Na, pass auf, du schießt ja, also der schießt dir ja weg und dann bleiben die Gegner ja da stehen und dann liegt der ja da dort und dann kann ich ja draufschlagen. Also so habe ich das in dem letzten Part auch... Triffst doch eh nicht! Ja doch! Ja, das Homing Water. Ich sag dir, ich meine, du kannst es gerne kaufen, aber ich sag dir, wenn du den Typen, also den Forgotten Kopf wirfst, ne? Ja. Du wirst den nie im Leben so gespaced bekommen, dass er in dem Holy Water Dingens drin landet. Never ever. Also, ich kann es liegen lassen, aber in dem letzten Part hatte ich ihn und da war es eigentlich ganz praktisch. Okay. Also ich traue es dir nicht zu, dass du es hinkriegst. Okay, Con hat mich überzeugt, ich glaube. Ich möchte mal sehen, wie Con das macht. Die Sache ist ja auch, du hast die Leiter dann auch in der nächsten. Naja, klar, wieder. Ich will jetzt auf jeden Fall immer mit viel Geld rausgehen aus der Ebene. Also ich würde jetzt in dem normalen Shop fast relativ wenig kaufen. Ich will einfach liegen lassen und weitergehen. Aber wer bin ich schon? Okay, mach mal Abstimmung. Hier, ich spreng mal die blauen Herzen erstmal hier. Okay, das kann ich machen. Ich bin nur ein Dude, der jetzt Minecraft spielen geht. So, das war das. Wer ist jetzt dafür, dass ich das Holy Water mitnehme? Du. Ich bin neutral. Ich bin dafür, aber ich bin jetzt auch nicht dagegen. Jan ist aber ja dagegen. Ich bin schon ein bisschen mehr dagegen als dafür, aber es ist bestimmt interessant, die anzuschauen, wie du das versuchst zu machen.
Also für den komödiantischen Wert kannst du es kaufen. Ansonsten nicht. Nee, da schließe ich mich an, für den komödiantischen Wert. Okay. Damit der Run vorbei ist. Okay. Auf, das war noch. Gut, dann kaufen wir jetzt noch den Schlüssel für den Itemraum, beziehungsweise wir gucken erstmal hier runter, ob es vielleicht hier einen Schlüssel gibt. Das ist kein Schlüssel, aber das nehmen wir mit. Nice. Dann mal gehen wir hier rein. Ja, sehr gut. Okay, Pillen setze ich immer ein. Also da, wenn ihr jetzt sagt, ich soll die Pille nicht einsetzen, setze ich sie nicht ein, aber ich setze normalerweise Pillen immer ein. Ich auch. Okay. Perks? Ah. Auch, wenn ich Pillen finde, dann esse ich die auch immer. Sollten wir jemals wieder Perks finden, dann auf jeden Fall mitnehmen. Und die nächste Pille ist Icy Forever. Okay, das ist auch Perks gut. Perks war ein Spieler bei League gut. Of Legends. Okay, kannst du. Warum hast du die Karte jetzt liegen lassen, du Vollhong? Achso, ja, ich kann dir wieder rein, ist ja gut. Das ist eh nur The Fool. Du kommst hier gratis rein, Jan. Ich weiß, trotzdem. Ich mag das Paket übrigens. Das Geschenk ist super. Das Geschenk müssen wir kaufen, bevor wir den Satan-Deal machen. Oh! Hier gibt's blaue Herzen zu kaufen. Oh, nee. Nee, Conan. Nee. Naja, ich weiß es jetzt schon mal. Das heißt, wenn ich zu viele wenig Herzen haben sollte, dann kann ich notfalls hier nachkaufen. Das meine ich. Ich stoppe ja die Phasen. Ich kämpfe jetzt ja nicht alle 10 Phasen hintereinander ab. So, jetzt einmal Schlüssel kaufen und dann Itemraum. Wenn du zu viel wenig Herzen hast. Warum? Geh runter. Was für runter? Ja, irgendwo muss ein Secret Room sein. Du hast I Can See Forever. Ja, aber ich vermute. Draußen. Genau. Dann wird's draußen der sein. Der ist da unten, in dem da. Ja. So. Muss überleben. Ja, kriegen wir hin. Wir stoppen ja jede Phase, das heißt. Wenn ich deine Videos gucke, spule ich eigentlich immer nur vor und gucke, ob du den Run geschafft hast. Ach so. Na, guck mal hier, wie schön das Holy Water funktioniert. Okay. Ich bin ja gewöhnt, dass ich nebenbei auch was arbeiten muss. Oh boy, die sind an allen Seiten. Geh weg. Oh mein Gott. Ja, dann fahr doch mal deinen Rechner hoch und arbeite noch ein bisschen um 24 Meter. Ich arbeite auf meinem Privatrechner, von daher. Das Gute ist, dass hier Schweine sind. Da kannst du hinterher campen. Kannst auch sein lassen. nee, ja. Du guckst ja gerade Conan, da muss man arbeiten. So. Ja, also schön. Rendern müsstest du jetzt quasi. Ja, nee, unser VPN wird um 23 Uhr abgeschaltet. Hab ich ihn erwischt? Nice, der ist weg. Ist nur noch euch. Ah, der Geist erledigt die ja von selbst. Nice. Der Geist ist natürlich großartig. Habe ich gar nicht realisiert, dass ich den bekommen habe. Der Part wird dann heißen, der Heilige Geist, wegen Holy Water und dem Geist. Ich finde Holy Water. Gern geschehen, Conan, also kein Ding. Ich glaube, Conan hat eine gute Entscheidung mit dem Holy Water. Nein, der Part-Marmen muss natürlich drinstecken, dass hier plötzlich Leute dabei sind. Weil das ja nein, was... der Part muss der Heilige Geist heißen, Punkt. Okay, dann nenne ich den Part Jan, möchte, dass der Part Heiliger Geist heißt. Mein Gott, was bist du denn für ein Pfosten, Alter? Ah, scheiße. Conan ist Katholik. Ja, stimmt, das wäre ja Gotteslästerung oder so. Ist eigentlich Isaac für dich Gotteslästerung, also das ganze Spiel? Nein. Warum nicht? Wenn Conan Gotteslästerung betreibt, dann kommt er. Ah nee, ich hab nicht gestoppt, ich Pflaume! Nein! Also ich meine, stopp! Stopp, Hu! Ich meine zum Beispiel, No! Stopp, Hu! Okay. Puh! Zum Beispiel gibt es ein Item, das heißt Godhead, also es impliziert, dass es der Kopf Gottes ist. Und das heißt, man hat ein Bildnis von Gott gemacht. Das ist aber ein Item, das. Ja, aber Conan, Jan, ich bin kein radikaler Christ. Warum bist du kein radikaler Christ? Ich bin einfach nur gläubig, aber kein Christ, der jetzt irgendwas Gotteslästerung sieht. Ich meine, die Engel haben ja gar kein Gesicht, eben weil er keine Gotteslästerung hat. Oh Gott, wollte. Die Kugel! Und warum kannst du kein radikaler Christ sein? Kannst du nicht ein radikalerer Christ sein? Nö. Der Herr ist mein Hirte, Conan. Und warum hat Gott Corona gemacht? Was ist denn jetzt? Ach, die Kugel. Conan, warum hat Gott dich schlecht mein in Isaac Gott, gemacht? Mein Gott. So. Also ich würde mir an deiner Stelle einfach 3 blaue Herzen kaufen. Also wenn ich spielen würde, aber... Also ich würde es nicht machen, aber wenn ich Conan wäre, würde ich es auch machen. Ja, mein Problem ist, wir haben jetzt hier das Geschenk. Das sind die 15 Münzen.
Also den ersten Boss werden wir schon so hinkriegen, ohne. Das riskiere ich jetzt noch. Sollte es zu knapp werden, mache ich einmal The Fool. Okay, bei dem werde ich nicht sterben. Oh, Conan, ich habe dich schon an anderen Dingen stehen, sterben sehen. Dem ist less worse. Nee, bei dem werde ich nicht sterben, alles gut. Weil ich habe auch den Geist, der Geist regelt ja auch noch. Und hast du gerade gesehen, wie schön Holy Water den Typen festgehalten hat? Das war doch großartig. Ja, ist schon geheimtet. Holy Water. Zieh dich. Ich wollte erstmal die Viecher hier loswerden. Mist. Ja, Holy Water im Greed-Mode ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm. Also im echten Mode ist ja nicht so nützlich, aber hier... Doch, mittlerweile ist es echt nützlich. Also, Holy Water ist vor allem gegen Bosse großartig. Müsste noch irgendwie mit Tears ab, müsste die Pfütze größer werden. So. Gut. Das wäre schön, ja. Okay, eigentlich eine Runde kann ich immer noch spielen. Dann kommt der erste Mal. Den habe ich noch. Okay, perfekt. Einfach drauf. Einfach drauf, der kann sich nicht bewegen, das heißt, ich brauche einfach nur die ganze Zeit schlagen. Stehende Bosse sind das Beste mit Tainted Forgotten. So, jetzt müssen wir das Geschenk kaufen. Ja. Aber dann haben wir noch 10 Münzen. Wir kriegen nicht mehr Münzen. Nee. Ist jetzt okay. Ich glaube, im Endeffekt ist es egal, wie du es machst, ob du jetzt dieses Geschenk kaufst. Ich würde gar nichts, also ich würde das Geschenk kaufen und sonst nichts. Ich würde ein Geschenk und einen Schlüssel kaufen. Nee, auf den Schlüssel auf gar keinen Fall. Warum? Dann pass auf, nochmal folgendes. Wenn ich jetzt das Geschenk kaufe, habe ich noch 10 Münzen übrig. Ja. Wir haben dort noch einen Geheimraum, möchte ich kurz noch hinweisen, der kommt auch noch, der könnte nochmal Münzen geben. Oh, aber stimmt, du könntest das Geschenk auch im Geheimraum benutzen. Da könntest du so gute Sachen bekommen wie Rock Bottom. Weiß gar nicht, ob ich das schon hab, aber kann sein. Naja, wenn du... Was hast du mit Jakob und Esau so gemacht? Keine Ahnung. Aber das Ding ist ja, wir wissen noch nicht... Wir wissen noch nicht, ob jetzt hier ein Engel oder ein Satanraum kommt. Aber ich kann in dem auf jeden Fall das Geschenk einsetzen. Also eigentlich kommt da ja ein brauchbares Item normalerweise bei raus. Ja. Nur wenn ich jetzt das mache, habe ich für den nächsten Raum nicht mehr genug Geld für den Engel-Shop. Die Sache ist, wenn du jetzt dieses... Wie viel Geld brauchst du denn für den Engelshop? Naja, meistens kostet 15, das Item halt 15. Außer du hast Glück und es ist günstiger. Wenn du das Geschenk jetzt mit in den Engelraum nimmst, dann kriegst du ein Engelraum-Item. Von ja, daher richtig. Ist es im Prinzip egal, ob du jetzt den Engelraum... Oh ja, stimmt! Du kannst übrigens auch dann im Engelraum, der als nächstes spawnt, kannst du den Bettler sprengen und dann kriegst du vielleicht auch nochmal Geld. Richtig, und erstens das. Und eventuell kann es auf 7 Münzen runter sein. Count hat vollkommen recht, selbst wenn jetzt hier ein Satan-Deal kommt, könnte ich ja das Geschenk trotzdem in den Engelshop mitnehmen. Das ist korrekt. Ja, perfekt, machen wir. Mensch, einmal Leute dabei haben, die schlauer sind als man selbst. Das ist zwar auch richtig, aber das ist jetzt nicht das, was ich gesagt habe. Doch, hab. Psst. Tu einfach aber, so. Aber ich fand die Idee auf jeden Fall gut. Was ist mit dem Schlüssel? Warum kauft ihr keinen? Ach, der Schlüssel juckt. Nein, der Schlüssel juckt. Du brauchst doch. Aber Schlüssel kann ich mir auf jeden Fall in der nächsten Ebene immer kaufen. Also. Eben die zwei Münzen jucken. Ein Schlüssel die Ebene vorher kaufen, finde ich immer ein bisschen kritisch. Das habe ich nämlich öfter gemacht und da wurde ich immer gehauen in den Kommentaren dafür. Okay, ich hoffe, ich schaffe das mit 2 Herzen. Ich möchte meinen Standpunkt jetzt doch trotzdem nochmal erklären. Wenn du das Geschenk im Angel Room einsetzt, dann kriegst du ein Angel Room Item, klar. Ja, wenn du aber ich meine, wenn ein Satan-Deal jetzt kommt, dann würde ich es warten und das im Shop einsetzen, im Engel-Shop. Ja, genau. So meinte aber ich das. Die Sache ist, wenn du jetzt das Geschenk nicht gekauft hättest, hättest du trotz allem im Engel-Shop was kaufen können. Ja, aber es könnte halt ein schlechtes Item sein. Und es könnte auch ein schlechtes Item sein, was dann kommt. Ich weiß. Ja, also im Prinzip ist es egal. Es ist pures Glück, richtig. Wir müssen... Oh nein! Ich hab dir das Video gezeigt für die Taktik. Halt dich dran. Ich schaff das mit 2 Herzen. Oh. Hasse den, ne? Ich würde nicht unter ihm. The Fool. Ich würde The Fool machen gleich. Oh, das war knapp. The Fool. Ja, du konntest The Fool machen und dir noch Herzen kaufen. Nein, oh, nee, ich kann es einfach machen. Genau. Stimmt einfach nicht. Sei einfach kein Hong. Sei kein Fonnen. Ja. Guck mal hier, Holy Water hat geregelt. Ach, halt doch deinen Schnauze.
Du hältst es dein Schnauzen. So. Stabil? Ja, das ist gut. Dann nehmen wir alles mit. Und dann setzen wir doch direkt das Geschenk ein. Nice. Kann ich gleich einsetzen, ne? Aber das bringt jetzt ja nur wieder an ihn das Ding ran. Aber ich meine, ich setze es auf jeden Fall ein. Hä? Was? Ja, ich meine, die Flamme ist jetzt nur um ihn rum. Also am Geist kommt die nicht. Und ich muss jetzt sozusagen, dass die schießt, zusätzlich muss ich halt die Taste gedrückt halten, was ich ja relativ selten mache. Aber egal, Book of Revelations hat super viele Synergien mit anderen Spacebar-Items. Ja, klar. Das habe ich auch letztes Mal... Du könntest die Shopkeeper noch sprengen, Conan. Ja, aber das sind keine guten Shopkeeper, ne? Das sind die normalen. Ja. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Münze rauskommt, relativ gering. Deswegen würde ich da jetzt mal nicht sprengen. Aber die Chance, dass was rauskommt und du dann in dem Shop gleich was kaufen kannst. Ich glaube auch, die Chance bei den zwei Shopkeepern höher ist, eine 5er Münze zu bekommen, als aus dem Bettler. Aber ja, aber wir haben noch den Geheimraum und da könnte auch eine Bombenkiste drin sein. Du hast I can see forever, ne? Das weißt du. Ja, aber du hast zugehört, was ich gesagt habe. Ja, aber okay. Ja, mach. Ja, dann gucken wir erstmal da rein, ja. Genau, ja. Das ist ja das, was ich sagen wollte. Wir gucken erst in den Geheimraum, da könnte eine Bombenkiste sein. Und dann würde ich die natürlich sprengen. Kommt das vor? Ja. Das ist gar nicht so häufig, oder? Oha! Oha! Das ist gut. Conan findet ein Top-Tier-Item. Also für Conan ein Top-Tier-Item. Für andere. Ja, das schade, so. Das Ärgerliche ist, dass es halt nur um ihn rum ist. Also, aber wenn jetzt Gegner an ihm rumlaufen, dann haben sie auch Schaden. Das ist insofern schön, aber es schützt mich jetzt nicht. So, jetzt musst du entscheiden: sprengst du die Shopkeeper oder sprengst du gleich den Bettler? Ich kann sie versuchen zu sprengen, aber ich glaube nicht, dass die... Das ist deine Entscheidung. Ich will dir gar nicht da reinreden. Du kannst ja machen, was du willst. Ist ja dein Gameplay. Ja, was sagen die anderen? Ist ja dein Let's Play. Ich bin ja nur hier zu flamen. Warten. Also ich will jetzt nicht die Shopkeeper sprengen. Counter? Es ist Glückssache, von daher... Ach so, nee, Leute. Also jetzt eine ganz dumme Idee. Aber ich habe ein goldenes Herz. Das willst du so oder so verlieren. Ja, aber du könntest dir damit Münzen holen. Aber ich könnte damit Münzen holen. Ja, dann renn mal durch den Stachelraum. Nee, ich meine, ich kann auch jetzt hier sprengen und einfach stehen bleiben. Nicht mitsprengen, ja, dann mach doch. Bloß tu das. Du kriegst dann nur einen halben Schaden. Nein, bei Sprengen bekommst du 5. Bekommst du ein ganzes Herz. Guck mal, Conan, alles gut gelaufen, du gehst jetzt bitte weiter. Ja. Jetzt aus Versehen das blaue Herz kauft. Ja, sehen, genau davor hatte ich jetzt Angst, dass ich den noch irgendwie plötzlich werfe und der irgendwas einkauft, der Depp. Und ab mit 14 Herzen in den... Nice, jetzt kannst du was weiter. Ich bin dir zugetraut, dass du das HP aber wirklich haben willst. So, mal gucken, ob es Geld gebracht hat, aber... Geld hat es auf jeden Fall, ob es... Nice. Ey, guck mal, du kannst den Schlüssel für reduziert kaufen. Ey, du sparst 2 Euro. Also das Item hier würde ich jetzt nicht kaufen, ne? Ja. Kauf den Schlüssel. Ja, den Schlüssel auf jeden Fall, klar. So, jetzt verpiss dich da aus. Aber das Item ich kenne das Item nicht, aber sieht edel aus. Oder oh, ganz gut, das ist ein gutes Item. Nimm. Wobei, vor allem bei Dingens, Greed Mode. Ja, würde ich. Nimm. Wollt ihr das jetzt wirklich nehmen? Ja, das ist ja gebufft. Also, nee, das ist nicht gebufft, oder? Ist halt auf jeden Fall nicht so schlimm, wie alle sagen. Kannst doch, ich mag kannst es. Doch schnell wegfliegen dann. Du bist doch ein Geist. Also ich würde es nehmen. Ich würde es nehmen. Meint ihr das jetzt gerade scherzhaft oder wirklich? Das ist nicht so natürlich was. Ich weiß ja, was es macht. Also ich bin nicht bescheuert. Aber, also ich persönlich würde es nehmen, aber an deiner Stelle würde ich es wahrscheinlich nicht nehmen. Das ist doch richtig gut. Ich spreng mich damit komplett in die Luft jedes Mal. Ich sag's euch. Nein. Pfosten. Kann ich ja nichts für. Nimm das, gut gegen Bosse, das ist gut. Das wird gegen das ist vor allem gut gegen mich selbst. Ja, werd doch einfach nicht getroffen, was ich warte mal noch kurz, ich meine, es flirft ja nicht davon. Okay, das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal sehr chillig. So, wann ist der Run vorbei, wann stirbst du endlich? Na, ich hoffe gar nicht mehr. Na, langweilig. Kannst du nicht nochmal irgendwie sterben? Jetzt gucken wir erstmal hier hoch, was hier so schönes ist. Earthright! Was machen Birthrights mit? Oh, nice! Kaufen. Birthright sorgt dafür, dass ich den zurückholen kann. Ich hab's noch nie gesehen, aber ich hab's gelesen. Mach das. Und ah ja, das ist da unten, das ist jetzt da unten so ein Dings geworden. Ach, da, ja, Recall. Ich probier's mal aus, wie das aussieht. Du
kommst du in den Recall. Nice. Stabil. Ah, geil. Geil, der Dieter freut sich gewonnen. Der Win ist, der Run ist gewonnen. Ja. Nice. Aber hol dir jetzt auch Broken Tower, bevor du kämpfst. Hol dir jetzt noch Klicker und werd dann vor Greedia noch Tainted Lust. Ich glaube, dafür ist Conan nicht stark genug in dem Run. Klicker hol ich mir auf gar keinen Fall. Ich will ja mit ihm weitermachen. Das soll ich so das schlimm. Jetzt echt holen, ja? Ja, das ist nicht so schlimm, wie alle denken. Hast du eigentlich Tainted Keeper fertig jetzt oder nicht? Nee, ich habe Tainted Keeper nach einem Part liegen lassen, weil mich das psychisch fertig gemacht hat. Oh mein Gott, der arme Junge. Nein, im Sinne von, ich komme da nicht klar, dass das Geld die ganze Zeit verschwindet. Ich will das Geld einsammeln. Jan, hast du den Part gesehen? Mal wieder. Ich verstehe, das der ist... Wirtschaftsmensch hier. Jan, hast du den Part gesehen? Nein, ich habe bis zum Ende geskippt und gesehen, dass er gestorben ist. Es ist auch besser, wenn er den nicht spielt. Dachte ich mir. Weil das macht mir nämlich psychische Schäden, okay? Ja. Also gut, ich nehme es und wir gucken, was passiert. So. Das ist ein kostenloses Damage-Up. Das nimmt man einfach. Punkt. Ja, also ich habe bisher meistens meine Parts damit versaut, aber wir werden sehen. Nein, wird er nicht. Ich darf einfach. Ich meine, wenn ich mich jetzt nicht mehr treffen lasse, dann passiert es gar nichts, dann ist auch gar nichts. Recallen! Ach ja. Oh ja, da muss ich jetzt, auf Q die ganze Zeit drücken. Gern geschehen, kein Ding. Die machen Brimstone, dann nicht reingehen. Ich weiß. Deswegen, aber da kann ich den jetzt erstmal hinlaufen lassen. Der ist gelb, der ist ein bisschen schneller. Kann ich den eigentlich Schaden machen, wenn der. Yo! Lass den mal aus, hier schlafen. Das ist ja voll Leute, gut. Du Vogel. Das ist ja voll gut. Verkehrt. Das macht Schaden, wenn ich den zurückrufe sogar. Du machst auch Schaden, wenn du so laut zurückrufst. Ich wünschte, ich könnte mich auch mal so begeistern für das Spiel. Ja. Du weißt, der Conan, wie es in den Wald ruft, so ruft der Conan laut zurück oder so. Siehst du, guck, wie viel Schaden es gemacht hat. Huch. Huch. Gut, dass... Ey, ich hasse... Es ist mir einmal passiert, dass hier ein scheiß Engelraum aufgetaucht ist und ich bin versehentlich in den Itemraum oben reingerutscht. No. Ich hab so gekotzt. Ey, das ist... So wie bei 3 Bier? Ja, so ungefähr. War nur 3. Nur, dass ich da nicht gekotzt habe, sondern gespielt. Ich verstehe das nicht. Es war nur 3. Wahrscheinlich wäre es besser, gekotzt zu haben. Aber gut. Huch. Ach, so. Das war ein schöner Part. Ja. Conan fährt auch müssen eine schöne Zusammenstimme. Müssen wir nochmal wiederholen. Conan, wann können wir mal zusammen trinken gehen? Nein! Stoppi! Mist. Okay, ich hab, es ist alles gut. Ich hab rechtzeitig gestoppt. Conan, wann können wir mal zusammen trinken gehen? Ich trinke gerne 3 Bier mit dir. Ich hab ewig nicht mehr getrunken, ne? Also ich hab wirklich seit Corona, ich war auch nicht mehr bei meinem Nachbarn drüber. Ich muss jetzt mal wieder zu meinem Nachbarn rüber. Das ist dein Alkoholiker-Nachbar. Wir können mal wieder ein bisschen zusammenhocken. Ich habe am letzten Wochenende leider mit 2 Freunden über das gesamte Wochenende 2 Kästen geleert. Das war nicht so schön. War nicht so angenehm jetzt. War kein gutes Wochenende. Betreib's halt auch nicht immer. Oh. Ja, aber es ist so praktisch, das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, dass man diese Phasen stoppen kann ohne Kostenverlust. Das ist so gut mit ihm. Conan, der Wirtschaftler, denkt schon wieder nur an Kostenverlust. My head. Ja, weil das hat mich die ganzen letzten Parts immer davon abgehalten, das zu machen. Und das war dumm. Und dann hätte ich wahrscheinlich, viel eher den Quatsch geschafft. Du kannst auch ruhig mal Danke sagen, Conan. Ja, danke. Bitteschön. Kannst du eine Rede halten? Für mich? Nee, da bin ich nicht stark genug für. Warum nicht? Denk doch einfach an die Macht der Freundschaft. Alles klar, ja. Ja? So. Okay, Bosskampf. Er denkt, da will er einfach nicht über die Macht der Freundschaft nachdenken, um eine Rede zu halten. Was ist mit dir? Du Drecksack, du Blöder. Mach dich weg. Und jetzt, Holy Water, geh rein! Achso, ich schon. Diese Untertauchgegner, die mag ich übrigens überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber den da mag ich, der ist cool. Der ist auch easy. Wie hieß der nochmal? One Hour Fight? Ja, aber in dem Fall nicht. In dem Fall ist er wirklich easy. Nein, jetzt kommt da sein Gesicht raus. Geil. Hast du was gegen Gesichter? Nee.
Aber ich schlag wieder die Hinterteile, verfluchte Mnil, geh weg! Aha, aha, okay. Sehr löblich, Conan, dass du lieber auf die Hinterteile als ins Gesicht schlägst. Das finde ich, find ich löblich von dir. Was ist eigentlich die Taktik von dem Gegner, hier nur seinen Hinterteil rauszustecken? Dummheit. Steht drauf. Nein, das steht einfach drauf. Ist einfach so ein Conan, der nicht weiß, was er tun sollte. So, ich kann kurz rausgehen, da passiert nichts weiter. Wollen wir was kaufen? Nee. Nee. Nix. Doch, den Klicker. Safe nicht. Okay, dann nicht Satankampf, aber wie nennt man diese letzte Phase eigentlich? Letzte Phase. Okay. Dealkampf. Dealkampf ist natürlich fantastisch. Dealkampf. Weil man kämpft in der Diele, weißt du? Genau. So, jetzt haben wir so viele kleine Gegner, jetzt wird auch irgendwann mal das Holy Water hier gut treffen. Mark my words. Wo wirfst du eigentlich hin? Schlecht. Ha! Ich hab ihn! Nice! Hast du jetzt Greed gerade geschafft oder warum rastest du so aus? Nein, ich hab halt Monstro im Holy Water gefangen. Und schön Schaden machen können. Kranker Typ auf jeden Fall. So, Monster 2 ist Geschichte. Und der andere Typ auch gleich. Ach, verflucht! Ja, okay. Yeah! Wo ist denn jetzt? Da. Nein, daneben. Jetzt aber. Na komm raus. Ach komm. Ciao. Das Schöne ist ja durch. Oh, ich wollte gerade sagen, durch das Dings haben wir jetzt noch höhere Chance auf Engelräume, aber gut, das war nix. Blaue Herz, schwarze Herzen, nichts zum Kaufen. Okay, cool. Kurz Feuer kaputt machen. Hör auf zu schießen. Bitte? Nimm das. Das ist gut. Warum denn? Möchtest du nicht Guppy werden? Ich brauche keinen Guppy Hairball. Warum nicht? Doch, für drei blaue Herzen, Wahnsinn. Catch up your tongue. So. Okay, hier wollten wir nichts kaufen, dann weiter im Programm. Habe ich irgendwas liegen lassen bisher? Nee, ne? Willst du nicht noch ein bisschen die Maschine spielen? Bisher packen. Nicht in dem Modus. Ach, nee. Da hast du aber auch schon Parts gehabt. Ja, aber da habe ich schon draus gelernt. Wer haut denn dagegen sein Mikro? Da habe ich schon draus gelernt, dass das eine schlechte Idee ist. Okay. Weiter. Ich komme jetzt PhD. Jetzt würde ich auch kein PhD mehr kaufen. Ich habe komplett vergessen, dass wir ja Geld brauchen, siehst du? Oh mein Gott, wenn ich jetzt was gekauft hätte. Yo! Alles ist klar. Das gut? Ja, würde ich mitnehmen. Ja, es ist. Der Haupteffekt von dem Ding ist jetzt nicht so da, dass diese Dinger um einen rumgehen. Die kommen zwar auch, aber relativ selten. Aber. Die Münze oben rechts würde ich auch mitnehmen. Ja, wirklich. Meinst du? Einen Schlüssel kann man. Nee, den Schlüssel kaufen wir noch nicht, weil vielleicht ist er ja im Shop für 3 Münzen zu haben. Und gibt ihr dem Bettler was? Nö. Der Bettler wird weiter betteln müssen. Sorry, Bettler. In der nächsten Etage eh wieder da. Oh, Blue Map. Okay, erstmal Blue Map holen. Ist ziemlich krass. Erstmal wieder Bomben holen. Finde ich nicht. Würde ich skippen. So, oder? Chillig. Arti Pooper. Okay, hier ist nichts. Würdest wahrscheinlich auch alles andere skippen. Ist jetzt Blue Map noch so? Nee, eigentlich nicht, oder? Naja, wobei, jetzt haben wir gerade Bomben geholt. Nein, lass die scheiß Blue Map liegen, du Vogel. Naja, Jan, das Ding ist, also ich kaufe jetzt erstmal den Schlüssel, das ist klar. Nee, Quatsch, ich geh erst die anderen Räume ab. Das Einzige, was Blue Map vielleicht gut machen würde, wäre, dass du, weil das halt reduziert ist, aber... Jetzt bin ich aber am Überlegen. Wir haben im Moment 12,39 Damage. Das Ding macht Damage down. Du könntest dadurch auf jeden Fall Fun Guy werden. Stimmt, wir haben schon einen anderen Pilz, ne? Hm? Nein, nee, was mal mit. Jetzt kann ich halt noch öfter schlagen. Und es ist gar kein so krasses Damage down. Das ist okay. Hast du nicht den Schlüssel gekauft? Noch nicht. Ich wollte erst gucken, ob hier vielleicht was ist, was einen Schlüssel gibt. Oh, Ich hab Cherva letztes Mal so dumm eingesetzt. Das muss ich euch kurz erzählen, dass ihr es schon wisst. Dann haut ihr mich nämlich in dem Part nicht. Ich habe im letzten Part Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, ich hatte Cherva, ja. Und ich war mit 3 blauen Herzen in der letzten Ebene, also noch vor Gwydion, in dieser Chest-Ebene. Und im Shop waren
lag auch ein schwarzes Herz, ein blaues Herz und noch ein blaues Herz rum. Und dann denke ich mir so, oh, ich bin klug. Ich spiele jetzt erstmal die Phasen und setze dann zum Schluss Cherver ein, um die Münzen zu verdoppeln. Ja, ich hätte natürlich die blauen Herzen verdoppeln sollen. Da hätte ich viel mehr von gehabt. Das war sehr dumm. Gibt's nicht im Blauherzen beim Dingens, beim Angel Shop? Kann man das nicht dafür? Naja, benutzen? Da gibt's auch blaue Herzen. Aber die liegen ja normalerweise nicht rum. Oder so. Haut Shara mir die raus, wenn ich die einsetze im Shop? War das das? Glaub schon. Nein. Nee, ne? Das war ein anderes Item. Weiß ich nicht mehr, welches Item das war. Ja, stimmt, du kannst fangen werden. Fangeil werden, wenn du das einsammelst. Stimmt, ich könnte ja sogar, als wenn ich den Pilz noch nehme, dann tatsächlich. Ja, ach, das hab ich doch gesagt. Ach, das meintest du. Ja, okay, ja. Alles klar. Machen wir. Aber ich würde jetzt Java erstmal Hast aufheben. Hast du schon die Shopkeeper gesprengt? Bitte? Hast du schon die Shopkeeper gesprengt? Nee, noch nicht. Ach, soll ich es gleich machen? Ja, mach doch. Okay. Ja gut, dann kannst du sogar Fungi werden. Kauf mal gleich den Pilz. Hui! Okay, den Pilz kaufe ich aber nicht mehr. Weil der macht kleiner und das ist dumm. Sieht aber cool aus jetzt. In dem Fall wollen wir größer sein. Ach, Hilfe, ich dachte, es ist mein Geist. Gegnergeist auf einmal. Habe ich schon mal gesagt, dass du ein Pfosten bist? Oft genug, Jan. Okay. Soll ich nochmal sagen? Ungefähr in jeder Inferi-Aufnahme. Oh nee, wie komme ich jetzt an? Achso, wie komme ich an den Rand? Nein! Apropos Inferi. Ich hasse das. Das ist so eine Kacke, ne? Er hat schlafende Geister gemacht. Conan, wann nehmen wir Inferi auf? Warum setzen die das Item da unten als erstes hin, wenn man da seinen scheiß Effekt-Ding hat? Eingesammelt hat. Ja, aber warum... Ja, ich will, dass der Effekt immer die Priorität hat. God dang it! Kannst du doch wechseln? Einfach Java verschwendet, ja moin. Naja, was soll's. Kennt man ja nicht anders. Nice drauf. Aber jetzt mal... Oh, fuck. Fuck. Hilfe, was ist denn da? Aua! Alter, was war denn da jetzt los? Irgendwas Unsichtbares. Das hat wehgetan. Mach dich weg. Noch nicht immer zu dem. So. Ey, das war so dumme Java. Aber was mir gerade eingefallen ist, ich hab den ja da hingeworfen, ne? Hätte ich jetzt nicht das Recall... Wie hole ich den da jetzt raus? Mit der Bombe. Wenn ich keine hab? Mit Herz. Ja, dann muss man sich wirklich treffen lassen. Das ist ja kritisch. Das ist ja mal richtig kritisch, wenn man den da oben reinpfeffert und dieses Feuer ist in der Ecke. Das ist ja richtig kritisch, okay. Oder du kannst den Raum verlassen. Ja, nicht, wenn ich mit dem Kampf bin. Und um den Raum zu verlassen, müsst ihr den Kampf beenden können. Genau. Also, das wäre tatsächlich ganz kritisch geworden. Haben wir wohl Na Mann, jetzt, ich hasse... Oh nein, ich muss die Phasen stoppen. Boah, Alter. Stopp jetzt. Oh, Gottes Willen. Bemerkt ihr, wie schnell ich Herzen verliere? Es ist furchtbar. Ich verstehe das immer gar nicht, wie schnell das geht bei mir. Hey, warum hast du nur 5 Herzen? Da gucke ich noch kurz nicht hin, ne? Ja, das ist es ja. Weißt du, genau das ist es. Verstehe das auch nicht. Ah nee, schon zu Ende. Nein, nicht zu mir jetzt. Oh mein Gott. Und dann gucken sich eigentlich wirklich Leute an, wie du Isaac spielst? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das ist schon das beliebteste Projekt bei Conan. Ein paar Videos. Das ist im Moment das einzige Projekt, Alter. Im Moment ist das einzige, ist richtig. Weil Inferi nicht läuft. Ich sag's dir. Nein, Inferi läuft schon ewig nicht mehr. Ja, yes, nice. Guckt keiner drauf, drauf, mehr. Drauf. Jawohl. Holy Water regelt. Leute, es würden viel mehr Leute deinen Kanal gucken, wenn du Inferi spielen würdest. Ja, aber ich will auch noch Spaß haben. In dem, was ich spiele. Spaß wird vollkommen überbewertet. Ich spiele Isaac auch nicht für den Spaß. Ich spiele es nur für die Achievements. So. Okay, die nächste Runde können wir auf jeden Fall auch noch spielen. Das ist der nächste Okay, perfekt. Perfekt. Easy going. Sehr schöner Boss. Sehr einfacher Boss! Das ist der einfache Boss. Komplett dummes. So.
Okay, ciao. Okay, jetzt können wir es mal kurz wieder hochgehen, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht viel kaufen wegen dem Engelshop, der ja kommt. Und das, was hier ist, halt. Was mit dem. Aber die Blumen. Einem Schlüssel. Ne, Schlüssel, wie gesagt, brauchen wir schon gar nicht mehr. Wir sind ja in. Ah, wir haben noch den Itemraum noch nicht. Ja, never mind. Okay, Schlüssel holen wir uns noch. Ja, dann mach das jetzt. Schlüssel holen wir uns noch. Machen wir jetzt, ja. Dann haben wir noch 17 Münzen. Weil da ist jetzt der Win-Button drin. Siehst du? Ja, das kann man doch mitnehmen. Ne, lass liegen. So, welchen Zodiac-Effekt hast du? Im Moment, den, dass ich die Spur mache. Das ist Aquarius, ne? Das ist korrekt. Sprengst du dann auch eigentlich hier Dingens die Box oder bist du mit dem Shop zufrieden? Was tue ich? Wir geben mir kein Geld aus. Wir warten ja auf die Treppe. Ja, richtig. Aber du kannst sie sprengen, weil die gibt auf jeden Fall Münzen. Ja, eben. So, ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal hier in den Engelraum. Ja? Ja. Schlauer Mensch. Okay, jetzt dürft ihr wirklich mal entscheiden. Also ich meine, gut, fliegen ist Quatsch. Das ist aber auch ein HP ab. Ich weiß, es ist auch ein HP ab, aber das hier ist der Schild, dass wenn ich getroffen werde, Schutz haben kann, richtig? Ich habe actually keine Ahnung, ich würde gar nichts von dem nehmen. Ja, gar nichts ist ja schon mal Blödsinn. Und der Typ hier. Ich geh wieder. Aber der Schutz, glaube ich, bezieht sich wieder nicht auf den Geist, sondern nur auf den Typ, der eh schon unverwundbar ist. Also noch unverwundbarer. Mhm. Nehmen wir jetzt am besten davon. Also ich würde das Baby nehmen, aber ich weiß nicht. Das fliegt auch um deinen komischen. Ja, aber macht es Kontaktschaden? Ich geh kurz selber auf Binding of Isaac. Platinum 1. Ja, nee, ich kann ja gucken. Platinum. In Orbital Witch does 7 Contact Damage, ja. Schon, ne? Ja. Ja, dann ist es hilfreich, dann nehme ich's. Dann nehme ich den Guardian Angel. Und 1 von 3 für Seraphim. Ja, okay, aber und ich glaube. 1 von 3 für Conjoined. Oh, wegen Conjoined wäre sogar eine Idee. Und 1 von 3 für I Win Button. Toll. Okay. Gut. Hier spreng ich jetzt noch kein blaues Feuer, weil wir die Bomben ja noch nutzen wollten. Dann wieder raus. So, was soll ich sprengen? Die Box. Was für eine. Diese. Ach, die Box. Gibt die Geld? Ja. Guck mal, was passiert. Guck mal, was passiert. 3 Geld. Und jetzt ist ein Schlüssel im Sonderangebot. Bitte? T6 ist das Schlüssel. Ich überlege gerade, ob ich den Schlüssel. Ich kann eigentlich für 3 Münzen den Schlüssel nehmen, ne? Es gibt doch immer nur ein Item im Engelshop auf jeden Fall. Leider lohnt sich der D6 jetzt nicht mehr. Ach Quatsch, Schlüssel, ich Volltrottel. Vorne habe ich es noch sagen wollen. Wir brauchen keine Schlüssel mehr. Wir kriegen keinen Itemraum mehr. Wir sind in Sheol. Okay. D6 lohnt sich auch nicht mehr? D6 lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Mit absolutem Glück könntest du ein 15er und ein 7er Item kaufen können. Kaufst du noch ein blaues Herz? Oder? Okay, aber dann mit absolutem Glück geh einfach weiter. Kauf ich jetzt gar nichts mehr. Gut. Das ist ein gutes Argument, was Counter gebracht hat. Danke. So. Warte, Bombe. Unten links. Unten links. Ah, ich wollte gerade noch gucken tatsächlich, aber habe ich nicht gesehen, siehst du? Danke. Sehr schön. Dann weiter im Programm. Kommt die Treppe beim Greetings auch nochmal? Ich glaube schon, ja. Oh Gott. Tears up. Ja, aber Tears up, bis ich getroffen werde. Ich sage ja nur, dass der Tears up ist. Also ich würde es jetzt nicht nehmen für 15 Münzen. Das ist doch mal mit dem kleinen Mann da zu handeln. Vielleicht macht ihn billiger. Kann er das Junge, wenn du jetzt einen Bettler spielst, ich schwöre, ich verlasse diesen Call. Was ich gerade überlege, ist, ob ich eine Bombe mal hier oben setzen soll. Löscht deinen Kanal. Das sollte er sowieso schon lange machen. Jan, hier nochmal eine Bombe Serie setzen? Ja, mach doch. Gut. Mach doch, was du willst. Ist doch dein Let's Play. Schade. Okay, dann gehen wir weiter. Machst du eh, was du willst.
Dann gucken wir mal hier rein. Okay, da gehe ich jetzt vorsichtig ran. Warum? Wieso? Ja, wobei. Hilfe. Oha. Oha. Guck mal, wenn du jetzt Yuppies Hairball hättest, ne? Ja. Jawohl. Hättest du bloß Hairball. Oh, ich hab Dings-Effekt gerade drin. Chillig. Leo nennt sich das. Ja. Richtig. Okay, unbekannte Pille, Achtung. Let's go. Guck mal, du könntest auch Thunder Thighs kaufen. Okay. Das war jetzt nicht so schlimm. Das sind ja nur Scheißsachen. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, reroll mal. Mach mal mit Münzen. Mit Münzen reroll. Nee, also sollen wir nicht erstmal jetzt einfach kämpfen erstmal und dann gucken, nein, was passiert? Nein, reroll mit Münzen. Warum willst du erstmal kämpfen? Ja, dass wir die Phase, dass wir schauen, da ein Item kommen, was besser ist, was dich jetzt durch den Kampf trägt. Du kannst mit den Items doch eh nichts anfangen. Ja, gut. Oder willst du Deep Pockets unbedingt haben? Oder was? Da ist ein 7er. Da ist schon was 7er, jetzt kauf einfach das 7er. 7er rein sind eigentlich nice, weil... Nehmen. Soll ich das jetzt echt nehmen? Okay. Ja, sicher. Ja, macht auch Kontakt-Dings. Ja, sicher. Gut, jetzt erstmal kämpfen. Das sind nur Scheißsachen. Jetzt erstmal kämpfen. Aber wir haben eine 7er Reihe, die würde ich dann trotzdem weiter aufkaufen. Das ist ja genau das, was ich bisher immer mache. Also immer wenn eine 7er Reihe da ist, kaufe ich eigentlich so weit sie geht. Vor allem wenn du dann 7 Spacebar-Items nacheinander bekommst. Ja, also manchmal halt zum Beispiel dieses Gegner-Anzeig-Dings, der hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr gekauft, aber ist halt egal. Wir sind ganz schön groß, das ist eigentlich ganz cool. Oh wow. Oh, zack! Das Gegner-Anzeig-Dings, das macht aber auch irgendwie. Das verlangsamt oder so, irgendwas macht das noch. Macht das echt mir? Ja. Scheiße, dann habe ich das immer wieder falsch erklärt. Ach fuck, mein Leid, Mann. So merke ich mir sowas nicht. Ich dachte, das zeigt nur die Gegner an. Ich hoffe, das wird mal geändert. Okay. Na, dann glaube ich dir das mal. Bin halt noch ein bisschen skeptisch, was meine Energie angeht, weil es ist immer noch Gwydia, der auf uns zukommt. Ach, der wird heute nett sein. Wir werden sehen. Ich muss mich dann halt gut verstecken. The spider will inflict a random status effect on any enemies it comes in contact with. Oh cool! For example, slow, shrink oder fear. Das habe ich. Oh Gott, my life! Ich habe nicht gestoppt! Stopp! Stopp! Okay. Jetzt. Gut, dass ich das holen kann, ey. Das Holen ist so hilfreich. Schau mal, ist das so ein Pfosten? Alter, ich treffe nichts mehr. Komm her. Wir müssen weiter runter. So. Ja, komm, du hast schon längst verkackt. Nee, wir sind hier nicht bei SMW. Du hättest eigentlich das Holy Water mitnehmen müssen. Ah, nee, hast du ja. Scheiße. Jetzt eigentlich nicht mitnehmen müssen. So. Genau, dann würde jetzt in dem Raum nach dir würde noch ein unsichtbares Holy Water spawnen. Hat es dann auch so eine doppelte Zunge? Ja, das ist der Traum aller Priester, du. Abgesehen von kleinen Jungs. Sorry. Uff. Distanziere mich davon. So. Jetzt fängt er schon wieder damit an, mit dem Scheiß. Das kommt sehr lange nicht mehr distanziert, gell? Ja, kaum ist Jan in der Aufnahme, muss mich distanzieren, siehst du? Ja, der hat nicht mal Social Distancing gemacht die letzten 3 Jahre. So ein Ding ist zwei das. Jahre, ein Jahr. Hä, wurde ich getroffen? Ja. Ah, fuck my life. Mein Gott, bist du ein Freund. Okay, jetzt 7er Items weiter aufkaufen, oder wie sehe ich das? Ja, sicherlich. Ja, sparen kostet nicht das Geld. Ja, ist auch richtig. Ich immer schön dieser kaufen, mit deinem großen Kapital, immer schön kaufen, zeig mir dein Kapital. Oh, das ist gut. Oh ja, das ist alles scheiße. BFF ist doch gut. Ich meine, es könnte Perks kommen. Kennen wir noch nicht.
Was tust du, Pille? Oh, so in Ordnung. Nehme ich doch gerne. Kann denn du als Wirtschaftler, ne? Hier, Blanket, habe ich mal versehentlich gelesen, als ich nicht wusste, was es ist. Das ist auch schön. Conan, du als Wirtschaftler bist doch bestimmt Fan von Christian Lindner, oder? Nein. Darf ich trotzdem eine Geschichte von Christian Lindner vorlesen? Gerade bitte nicht, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Okay. Respektiere deine Entscheidung. Das freut mich. So. Okay, letzter Bosskampf. Um Münzen. Und dann kann man noch das. Entschuldigung. Du kannst ihn zurückrufen, vor allem. Stimmt. Was ist, wo du so sonierst in Hessen? Ja, das ist. Was mit Hessen? Der macht Brimstone. Ja, ich erschreck da jetzt mal. Okay, so, jetzt kann man noch den Kollegen hier kaufen. Sehr nice. Jetzt kannst du noch rerollen, bis du Bomben bekommst. Ah ne, könntest du nicht mal kaufen. Können wir erstmal noch den Deal-Kampf machen? Du kannst ja, du kannst dich ja selber treffen lassen, einmal. Um dann die Bomben. Um das vielleicht zu bomben. Also im Shop. Nein, mach einfach Spiel. Auf gar keinen Fall, lass ich mich jetzt nochmal selber treffen. Du, warte, kriegt, ist der Curse of Towers. Um Hände. Oh mein Gott! Start von dem Start. Hast du dich jetzt zweimal treffen lassen? In, ja. In der Bosch- ja, die Hände haben mich getroffen! Dreimal. Dreimal treffen lassen, okay. Stark. Was ist jetzt noch hier? Ach, die scheiß Spinne. Immer noch. Engelraum! Chillig. Ja, das hier halt, weil ein blaues Herz gedroppt wird. Hättest du das linke nicht einsammeln sollen, bevor du die blauen Herzen sammelst? Stimmt. Ja, sorry, war doof. Hast du recht. Oder aber gilt das nur für ganze blaue Herzen? Ist zumindest ein Setup nochmal. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber hast natürlich recht gehabt. Okay, eine 7er Geschichte kann man noch kaufen. Ah, Geschichte, apropos Geschichte. Ja, kauf mal die Batterie noch und dann ist gut, ne? Was will ich jetzt noch rerollen? Das ist halt Quatsch. Ja, wenn du rerollst, kannst du eh nichts mehr kaufen. Ja, eben. Ja. Da kommt wieder ein 6er-Item. Also kaufen wir die Batterie noch und dann ist in Ordnung. Und der kriegt dann Bomben, kann dann die Bomben die Shopkeeper sprengen und dann bekommt er da den Keeper-Set draus. Das wäre natürlich chillig, aber... Ja, das wäre ziemlich scheiße, weil du dann eigentlich nur noch Greed heilen würdest. Ach so. Dann wär's nicht so chillig. Ja. So, jetzt kauf und geh weiter. Okay. Eine Geschichte über Christian Lindner. Ach, wir haben ja immer noch Dings. Ab dafür. Ruhe bitte. Was ist das? Oh nein. Da? Nein, das würde ich jetzt nicht nehmen. Doch. Rocket in den Jar? Wieso? Dann bekommt er noch mal Bomben. Dann kann er noch mal. Ja, aber da, damit sprengt er sich höchstens noch selber. Lass ihn doch selber die Erfahrung. Ich habe das schon mal genommen, aber was macht das hier, Counter? Nicht. Das ist super. Das ist wie. Lass Counter ausreden, ich guck sonst bei Platinum. Du darfst keine Bomben mehr benutzen, das ist, was es macht. Das ist, dass die Bomben sich in Raketen verwandeln, wenn du die in der Bewegung legst. Genau. So lange. Aber ich lege eh keine Bomben. Ja, du sprengst dich ja deswegen das sowieso selber. Wenn du sie jetzt natürlich nimmst, dann kannst du noch alles wegsprengen. Du nimm sie und dann sprengst du die. Nimm es. Oh, probier mal was. Nimm mal das Ding. Nimm das. Leg mal den Dude jetzt hier hin. Leg den da einfach ab. Und jetzt gehst du auf die andere Seite und recallst den. So dass der durch den Wooden Nickel. Oh. Fliegt. Geht das? Nee. Ah, der bleibt an der Wand hängen. Schade. Okay, das war meine Idee. Verzeihung. Was war Pesta? Nee, ich kann's nicht holen. Pesta, Alter. Oh, vielleicht durchbacken? Nee. Oh ja, du musst ihn durch die Wand glitschen. Hol ein Springboard und ein P-Switch. Benutzt für Lingua. Duplizier hier mein Ball. Ja, geht oben. Schon ab, je höher ich da gehe, umso mehr geht O. Ja, okay. Die Idee war schön, aber es funktioniert leider nicht.
Nicht so ganz. Aber jetzt kann ich die Dinger noch sprengen, habt ihr gesagt, ne? Das ist korrekt. Du kannst erstmal die Box noch sprengen und den Bettler und. Also wie genau funktioniert der Quatsch jetzt? Ich meine, ich schieße ja. Wenn du jetzt nach vorne gehst oder den Schießen-Knopf nach rechts drückst, dann legst du eine Rakete, die nach rechts fliegt. Wenn du im Stehen einfach nur eine Bombe legst, dann ist es eine normale Bombe. Also du legst die Bombe, also muss ich jetzt schießen und aber nicht schießen. Loslassen, alles loslassen. Und jetzt gehst du einfach hin zu den beiden Shopkeepern und legst da die Bombe zwischen. Achso, ganz normal. Eine normale Bombe. Ja, ganz ohne normal. Irgendwas zu drücken. Ja, aber dann ist doch alles in Ordnung. Ja, oha. Oha. So, jetzt springst du ein bisschen auf den Bettler. Und du sprengst die Maschine. Weil die Notch Pickaxe willst du nicht. Mit Glück hat das dir 4 Münzen gedroppt. Nein, hat's nicht. Eine aber. Eine Münze. Okay, dann war's gut. Und jetzt lauf mal nach links und drück dabei dann E für Bombe legen. Warte mal kurz, wir können ja noch, Also lauf mal auf die Mach das, was Jan gesagt hat. Lauf mal auf die am weitesten entfernte Wand zu und drück dann E. Einfach um. Aber so nicht so. Ein bisschen Distanz. Oder drück einfach. Jetzt. Okay, drück einfach den Feuerknopf nach rechts und dann drück E. Den Feuerknopf nach rechts, dann werfe ich das Ding. Ja, schießen nach rechts. Den Pfeil nach rechts. Dann werfe ich den Typ. Ja, aber das ist ja okay. Halt den gedrückt. Halt die Pfeiltaste nach rechts gedrückt und jetzt drückst du E für Bombe legen. Ach so. Das meinst du. Hast du gesehen? Der spawnt die. Das meint. Ja, deswegen sag ich doch, er macht die Dinger. Ach so. Okay, dann können wir noch den Geheimraum suchen. Ich habe 2 Möglichkeiten. Hier ist schon noch nicht genug explodiert. Leider. Da könnte das sein. Er könnte hier unten sein. Hier. Bitte da. Oder er könnte halt hier drin noch sein. Nein, unten links. Unten links? Okay. Machen wir aber mit einer normalen Bombe hier. Chillig. Bonk. So, jetzt machen wir hin. Ich will noch Minecraft spielen. Perks. Juhu, sehr gut. Bitte kein Bad Trip. So, jetzt kommt eine teleportier dich in die nächste Ebene, Pille. Range Down ist nicht so schlimm. Aber du hast Lamp of Coal, das ist scheiße. Amnesia ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir 2x Perks. Perfekt. Das heißt, wenn du 2x Perks verwendest, dann kriegst du gar keinen Schaden. So sieht's aus. Na gut, wünscht mir Glück. Ab jetzt könnt ihr mir nicht mehr helfen. Perks sorgt dafür, dass du nur halben Herzen Schaden kriegst, statt ganzem Herzen in dem Raum. Aber ich meine, die meisten Räume, die jetzt kommen, also auch Media, jetzt lauf doch einfach weiter. Ja, lass mich doch ausreden. Nein. Auch Media gibt ja eh nicht meistens nur ein halbes Herz Schaden. Ach, was, fuck my life. Ups. Huch. Da war ja was. Oh nein. Nimm das blaue Herz und dann spiel beim Bettler. Nimm 2 blaue Herzen, oder? Das restockt nicht, oder? Achso, ja, stimmt, oder? Nimm das blaue Herz und dann spiel den Rest beim Bettler, Punkt. Da kommt noch ein HP bei raus. Nicht Book of Revelation. Was bist du denn da? Wieso läufst du denn immer 3 Meter von dem weg? Dann nicht, dass er eine Trollbombe spawnt. Oh, der ist... Mein Gott, du kannst doch wohl auf eine Trollbombe, die der spawnt, reagieren. Nee, ich reagiere vorher drauf. Ja, du machst mich so fertig, ne? Bevor die kommt. So, okay, haben wir. Du laberst irgendwie 3 Stunden pro Ebene und pro Aktion und dann spielst du auch noch so an einem Bettler. Und du spielst aber auch an jedem Bettler normalerweise. Oha, wo kommt der denn her? Von der Box, die wir gekauft haben. Das ist ja nice. Ach, scheiße. Hilfe. Okay. Geld. Cool. Jetzt kannst du nochmal in den Engelraum gehen und ja, nochmal beim Bettler spielen. Kann ich nicht. Ich weiß, Joke. Gut. Guter Joke. Toller Joke, Mensch. Stopp, Perks bitte. Und nochmal Perks bitte. Sehr gut. Denk dran, dass du einen Recall hast. Wäre cool, wenn du jetzt Viertel Herz starten kriegst. Perks mal Perks ist gleich Minus Perks. Das sind aber 2 Herzen. Wie war das noch? Ey, ich finde das so geil, dass die Hand gerade die ganze Zeit rauskommt, ne?
11 plus 2 ist gleich minus 1. Ne, 9 plus 2 ist gleich minus 1. So war das, ne? Ich weiß es nicht mehr. Jawoll! Ich verpasse über 3. Holy Ward hat mal wieder geregelt. Bringt es da nicht was, den permanent immer wieder zurückzurufen und draufzuwerfen? Oder macht er mit mehr Schaden? Ich denke, wenn ich mehr öfter draufschlage, wenn er direkt bei mir ist, dann... Oh shit, ich muss die Schlüssel kaputt machen. Weil die Phase ist, ja, mit die ungünstigste. Ja, lass mich in Ruhe, du scheiß Vieh. Okay. Ist eigentlich auch gut spielen? Versuch's. Ja, aber mach das doch einfach mal statt Versuch. Dein Recall ist immer fast instant wieder da. Ich weiß. Sehe das. Sehr schön. Ich glaube, das kann man eigentlich nicht verlieren. Dafür müsste man schon einen Konnen sein. Das ja, Jan, ist alles möglich. 33% noch. Denk an die Ecken gleich. Fuck. Ja, ich bin dran. Ich würde so lachen, wenn du das echt noch verlierst, Konnen. Denk an nichts anderes als die Ecken, Counter. Aber die kann ich erst bei der nächsten Phase machen. Denk doch mal lieber an den Feri als an Ecken. Den Ferry möchte ich nie wieder in meinem ganzen Leben denken. Fuck. War die Strafe dafür. Nein, auf du. Das ist Gottes Strafe dafür, dass du nicht mehr an den Ferry denken willst. Mann! Komm, Conan. Ey, du verlierst es doch jetzt nicht mehr. Nein! Nein! Ja, gewonnen. Weil mit ihm in den Ecken weiß ich halt nicht, ob das mit ihm so sinnvoll ist. Einfach Recall. Was war das denn? Mein Gott, du da! Das war super knapp. Ah, scheiße, die hat noch erwischt. Wie kommt im Spiel, werde ich auch noch gläubig, aber eher auf, an das Anti-Gott-Wesen. Bist du dumm? Du hast dich schon zweimal davon treffen lassen. Ja, Alter! Er lässt Münzen da lang fallen, wo er runter... Also explodierende Münzen da lang, wo er hinspringt. Fress mich nicht. Oh, Mann. So knapp. Bitte stirb nicht. Come on. Er ist denn gerade dazu gejoint hier jetzt? Der Sariel. Moin. Möchtest du mit dem Feri aufnehmen? Ja, natürlich. Du kriegst besser. Conan! Ja, Conan! Er hat es geschafft! Das ist genau ich das. Ich hasse das mit dem halben Herz zu beenden, aber sehr gut. Gott, Alter. Eieieiei. Aber ich mach dich fertig, oder was? Also im Endeffekt muss ich sagen, wir haben den Run gewonnen. Gott, das ist genau das, wenn ich jetzt wieder versagt hätte, das ist genau der gleiche Scheiß wie der Part von heute, wo ich dann genau weiß, im nächsten Part, ich müsste ihn nicht aufnehmen, wenn ich im letzten Part einfach einen scheiß Millimeter mehr Schaden abgezogen hätte, aber diesmal ging es zum Glück gut. Ich hasse das, wenn das so knapp wird, ich wäre da so aufgeregt am Ende immer. Wäre das genau die Scheiße, auf die du keinen Bock hast? Ja. Gut, ich hau jetzt ab, bitte ich abonnieren, auch. Conan, spiel mal wieder in Feri. Oh, was ein Part. Danke fürs Zuschauen. Danke an die... Abonniert mich auch, bitte. Zuschauer und an Jan, der komplett einfach so dazugekommen ist. Und damit nochmal den Part erfrischt hat.
Habt einen schönen Tag noch. Erfrischt wie ein Bier am Abend. Und tschüss. Ciao.